Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde, zur 76. Kulturkantine heute. Sorry, dass es längere Zeit keine gegeben hat, meine Schuld, aber ich bin aufgrund des neuen Jobs etwas unter Druck gewesen. Aber ich freue mich umso mehr, dass heute auch ein Termin ist, der schon im Dezember geplant war und dann aus terminlichen Gründen nicht zustande kam. Heike Eder ist heute mein Gast. Liebe Heike, herzlich willkommen. Schönen guten Mittag, lieber Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, dass du als Bundesrätin und Mitarbeiterin der Arbeiterkammer und zwei kleinen Kindern, zwei, ja genau, ja. Sehr, sehr viel beschäftigt bist, aber wir haben diesen Timeslot gefunden. Heike, du bist seit November 2019 im Bundesrat. Jetzt bist du eigentlich dort in die komplette Pandemie hineingekommen. Also wenn ich nachdenke, das war 3 Monate und 4 Monate war, bumm, war alles anders wie geplant. Kannst du dir, was du, weißt du noch, wie dein Einstieg damals war? Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es war ja so, dass ich den Anruf mit dem Ruf nach Wien im Prinzip gekriegt habe, wo ich gerade hochschwanger war mit richtigem Kugelbauch, habe ich den Anruf gekriegt, relativ überraschend eigentlich, dass meine Vorgängerin nämlich, die hat nicht mehr zur Verfügung stehen wollen für das Amt. Wie gesagt, das war relativ überraschend und habe den Anruf gekriegt, weil ich Ersatzbundesrätin war, dass ich dann eben in die Möglichkeit jetzt hätte, im Bundesrat nachzurücken. Ja, genau. Dann war ich kurz vor der Entbindung der erste Sohn. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt, oder? Wie das wird, Mama, zum sie mit meiner Behinderung überhaupt noch. Man denkt, wie komme ich überhaupt klar mit Baby und Behinderung? Also viele offene Fragen und dann eben, okay, dann jetzt zum Zeitpunkt Bundesrat. Jetzt dann, ja, nach einer schlaflosen Nacht und vielen Telefonaten und natürlich auch Gespräche mit der Familie. Haben wir als Familie entschieden, dass ich das mache und ich habe es bis heute nicht bereut, aber du siehst es ganz genau, es war wirklich, bin angelobt worden am 7. November, das war dann der Geburtstermin von meinem Sohn, Gott sei Dank hat er sich dann etwas verspätet, sonst hätte man nicht gewusst, wie wir das dann irgendwie lösen können, denn in Wien dann eben dementsprechend nach der Geburt angelobt worden, also der 7. November war dann im Landtag. Die Wahl im Landtag. Die Wahl im Landtag war am 7. November. Genau. Meine Angelobung. Und die eine Angelobung in Wien war dann, glaube ich, später. Oder so war genau, das. Also die Wahl im Landtag war am 7. November und meine Angelobung dann in Wien war Ende Dezember. Das heißt, ich habe ungefähr 3 Sitzungen gehabt und dann war März 2020 und Corona, Lockdown und so weiter, alles Mögliche. Das heißt, ich kenne de facto der politische Normalzustand gar nicht, oder? Den habe ich kaum kennengelernt, muss man sagen. Nur ganz, ganz eine kurze Zeitspanne. Und seither leben wir eigentlich in permanenten Ausnahmezuständen oder Krisen zumindest, oder? Mit Corona, ja, hier im Bundeskanzlerwechsel mitgemacht, mittlerweile 3, oder mit verschiedensten Regierungsmitgliedern, 9, mit dem Attentat in Wien, Angriffskrieg, Russland, Ukraine, der Teuerungssituation. Also irgendwie war man ständig irgendwie im Krisenmodus seither und ich hätte richtig Lust und wäre wohl richtig motiviert, um mal den politischen Normalzustand auch zu kennenlernen, weil den habe ich eben in meiner Arbeit bis jetzt nicht kennenlernen können. Aber trotzdem ist natürlich so, dass es eine unglaubliche spannende Zeit war für mich zum Lernen und zum Innekommen. Ich meine, wir haben so viele Bundesratssitzungen gehabt wie der 100-jährigen Bundesratsgeschichte noch nie. Wir haben so viele Ausschusssitzungen gehabt wie noch nie, so viele Gesetzesbeschlüsse wie noch nie. Also das ist wirklich so die Zeit, glaube ich, jetzt, wo man wirklich viel lernen kann. Lange Sitzungen auch bis in die Nacht inne, oder über Mitternacht raus. Also das war schon wirklich eine spannende Zeit bisher. Für mich natürlich auch mit dem ersten Mal so ein Mandat, auch viele erste Male, oder? Das erste Mal Räder. Bin ja dann mit Baby und Familie dann in Wien angereist. Das heißt, so pendeln zwischen Abstimmung und Stille irgendwie. Also das Timing zum Finden. Natürlich ganz viele Misstrauensanträge gegen Regierungsmitglieder. Also all diese Dinge, dringliche Anfragen, zahlreiche. Da hat man wirklich viele Gelegenheiten gehabt zum Lernen und auch zum Inneko, wenngleich das natürlich nicht immer angenehm war. Genau, also von dem her, was mir jetzt noch fehlt, wäre so
der Vergleich zum Zürcher mit den Zeiten, den normalen Zeiten, sage ich jetzt mal nicht Krisenzeiten, das darf man jetzt noch fehlen, das würde ich mir auch mal wünschen, dass das wieder mal so einkehrt. Was ich aber schon irgendwie so festgestellt habe, ist in der Zeit, in der kurzen Zeit, kann man jetzt sagen, vergleichsweise, wo ich jetzt politisch tätig sein darf, da im Bundesrat, was man schon so feststellt, ist, von Beginn der Corona-Pandemie bis jetzt im Prinzip ist schon das Klima unter den Parteien, ich weiß so nicht, wie du das wahrnimmst, wie das bei euch ist, aber ist in den vergangenen Monaten wirklich zunehmend, oder Monaten, ja, und Jahren jetzt denn zunehmend rauer geworden. Es sind so, die Debatten werden halt wirklich intensiv und leider oft ohne Anstand und Respekt geführt. Und nicht falsch verstehe, ich finde den politischen Diskurs gut, ich finde gelebte Demokratie ist wichtig, oder? Und so konträre Debatten zum Führen ist wichtig. Das ist Demokratie und das ist schon das gewisse Salz in der Suppe. Man muss sich nicht immer einer Meinung sehen und oft genau, hört man ganz andere Perspektiven. Aber Debatten sollten halt schon immer mit viel Anstand und Respekt gegenseitigem geführt werden, finde ich, und nicht persönlich beleidigend und unter die Gürtellinie gehen. Das nehme ich schon verstärkt wahr, dass das der Fall ist. Viele Zuseher sagen, oh, das ist im Bundesrat fast noch ärger wie im Nationalrat. Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn man Also, es mitverfolgt, also es ist wirklich extrem. Und wie gesagt, also es gibt ganz viele, die immer sagen, also bei euch ist es noch schlimmer wie im Nationalrat. Und obwohl man sich wirklich das kaum wahrscheinlich vorstellen kann, zumindest jedenfalls ist es ähnlich. Und wenn man das auch im Nationalrat mitverfolgt, glaube ich, das ist eben auch so der Fall, dann ja, hat man eher ein Bild davon einfach. Und das finde ich schon, das ist schon, hat sich schon in eine Richtung entwickelt, einfach die keine gute Kultur ist einfach. also weil du mir jetzt angesprochen hast, wie ich das wahrnehme, also ich nehme das erschreckend wahr, ehrlich gesagt. Ich habe auch, wie gesagt, letzte Woche mit dem Magnus Brunner in der Future Class des Wirtschaftsbundes auch über das Thema diskutiert, wie das ist, gerade auch im Nationalrat, den ich sehr bewusster wahrnehme, wenn ich mir die Nationalratssitzungen anschaue, was ich mir zum Teil auch tue. Also ich gebe das mir manchmal, gerade so diese bekannten Typen wie Kickl, Leichtfried, unseren Gust Würginger natürlich auch ein bisschen, den ich aber auch aufgrund manchmal ja auch kabarettistisch achte, ehrlich gesagt, weil er großartig ist. Aber auch dann diesen Kajan Kreiner, den Stil, den ich komplett ablehne. Oder Matznetter, im Bundesrat folge ich ehrlich gesagt ganz wenig. Ich war selbst einmal dabei bei dieser Enquete des Bundesrates fürs Land Vorarlberg, wo ich dann selbst einmal ein bisschen fast ausgezuckt wäre, weil ja dann einer dieser FPÖler da wirklich ganz komische Wortmeldungen gelassen hat. Da ging es um den ländlichen Raum. Ja, genau. Ich erinnere, was die Christine Schwarz-Fuchs da initiiert hat. Aber wie gehst du um mit diesem Spannungsfeld, mit diesen persönlichen Angriffen, die vielleicht nicht dich persönlich betreffen, aber auch deine Parteikollegen? Wie geht man mit sowas um als Politiker? Wie blockst du, lässt du das zu an sich? Wie tut man damit? Spannende Frage eigentlich. Nein, ich glaube, dass ich das relativ gut auch schon gelernt habe von meiner beruflichen Vergangenheit auch als Personalchefin, zum das nicht zu nah mir einlassen. Ich glaube, das ist dort im Job, war das genau das Gleiche, oder dass man dort oft mit Problemen von Mitarbeitern konfrontiert wird. Und man muss die schon ein Stück weit natürlich versuchen zu helfen und zu lösen, wo es geht. Nur am Ende des Tages sollte man, wenn man, haben wir immer denkt, halt so die Stempeluhr, wenn man die ausstempelt oder so, war immer so bestreben, dass ich es einfach nicht mit heim nehme. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und das ist auch die gleiche Herangehensweise eigentlich in dem Fall einfach, dass ich es nicht einfach zu nah an mich heranlasse. Aber es ist schon so natürlich, dass die Beleidigungen auch persönlich sind. Also was so immer feststellbar ist, oder? Wenn man gegen die Freiheitlichen kontert, ich weiß nicht, wie das ist, aber es scheint dann jedenfalls ein Zufall zu sein. Komischer. Es ist jedenfalls immer so, wenn man ihnen stark kontert in den Reden, kriegt man danach immer relativ böse Mails mit sehr beleidigend oder so von irgendwelchen Leuten natürlich, die ich nicht kenne, die jedenfalls halt aufs Übelste beschimpfen. Und natürlich ist sowas nicht angenehm, das ist klar. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut trennen kann einfach und am
am Ende des Tages nehme ich es nicht mit heim und kann deswegen trotzdem noch gut schlafen. Das ist schon wichtig, glaube ich, in so einer Funktion. Weil sonst könnte man das wahrscheinlich auch nicht lang machen, das würde einen krank machen. Aber ja, angenehm ist was anderes, ja. Was du ansprichst, diese persönlichen Untergriffe, die wir im politischen Alltag ja mittlerweile erleben, auch wenn man diese ganzen Voll-AT, wissen Sie, diese Kommentarfunktion anschaut, ich glaube, da muss man auch abschalten irgendwie und sagen, okay, jetzt, mir hat jetzt im Fasching jemand angehört und gesagt, du bist der Trottel, du bist der Depp. Also ja, eine fremde Person, die ich noch nie gesehen habe, man hat mich vorgestellt, ah, du bist der Trottel. Okay, nehme ich zur Kenntnis und habe mich halt abgewendet, was soll ich mir für eine Diskussion einladen. Es soll natürlich vorkommen, gibt es leider Gottes und ist, glaube ich, Teil des Alltags. Ich glaube, die Menschheit ist schon irgendwie, wie sagt man, unverfrorener waren mittlerweile. Man ist viel direkter und man traut sich viel mehr wie früher. Das habe ich auch das Gefühl, wir haben mal eine Schulklasse da gehabt, im Parlament von jungen Leuten und da hat man so diskutiert halt irgendwie, dass man sich halt auch politisch nicht immer einer Meinung ist und so und das ist halt viel auch ein Corona-Thema. Was okay ist, oder? Was ja prinzipiell okay ist, oder? Völlig absolut, okay. Absolut, ja. Und dann ist halt darum gegangen, oder, dass man halt gewissen politischen Entscheidungsträgern gerne mal die Meinung sagen würde und so und dann war halt, das ist halt gefragt worden, ja, und da muss man halt heimgehen zu ihnen und klingeln, oder? Und dem Landeshauptmann oder wem auch immer, halt sagen, was er für ein Trottel ist. Und dann haben wir gesagt, Entschuldigung, jeder, der, auch wenn er in der Öffentlichkeit steht, hat ein gewisses Recht auf Privatsphäre, oder? Und gerade das zu Hause, oder? Das ist so der Bereich, wo der auch mal Privatperson sie soll und darf, oder? Und mit der Familie, und das sollte der geschützte Bereich sein. Ich meine, ich kann da nicht einfach den kann ich irgendwo auf einer Veranstaltung treffen und ansprechen, oder? Und sage, Entschuldigung, ich hätte ein wichtiges Anliegen, oder ich möchte das und das kritisieren, was auch immer, oder? Oder ich mache einen Termin aus im Büro vom Landeshauptmann oder wem auch immer, oder? Ist überhaupt kein Problem. Aber da wird der Grenze übertreten, finde genau. Ich dann. Wenn man dann heimgeht, und da klingelt und das Gefühl hat, man könnte da irgendwie was erreichen, weil auch ein Landeshauptmann oder an einer politischen Funktion eben ist dann mal Familienvater und möchte mal ja nicht mit den Themen ständig konfrontiert werden, oder? Und ist mal Privatperson. Und da hat das Verständnis total gefehlt bei der Schulklasse. Und ich habe gesagt, was, warum? Wenn ich das sagen mag, kann ich doch das machen, dann kann ich doch da einfach heimgehen. Und ich finde, da hat sich wahrscheinlich schon was geändert. Ich glaube, das hätte man sich wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht so traut. Da war noch ein Landeshauptmann oder so, war wirklich, wirklich so Respektperson, glaube ich. Und das hat vielleicht auch mehr abgenommen, einfach, dass man da weniger Skrupel hat und denkt, ich sage jetzt einfach geradeaus so, was ich da denke. Gesellschaft ist skrupelloser geworden und jetzt muss man von jemandem Angst haben oder Respekt haben, einen gewissen Grundrespekt sollte man vor jedem Menschen haben, oder? Eine gewisse Höflichkeit ist, glaube ich, Teil unseres Wertekanons, den wir auch weitertragen wollen. Du bist Vorsitzende des Ausschusses für, jetzt muss ich es richtig lesen, Familie und Jugend. Wie komplex ist diese Aufgabe für dich? Jetzt bist du sehr tief vor drin, weil du das Thema Familie natürlich auch kennst und selber noch nicht noch blutjung bist, jung bist, und auch junge Politikerin bist. Wie siehst du das, diese Aufgabe? Ja, ich bin eigentlich zufällig dadurch zu der Funktion gekommen, beziehungsweise gefragt worden, ob ich den Ausschussvorsitz übernehme. Vermutlich halt aus meiner privaten Situation natürlich eben, dass ich halt vor kurzem Mutter geworden bin von zwei Söhnen. Das war halt auch während der laufenden Mandatsausübung. Bin auch die erste angeblich in der 100-jährigen Bundesratsgeschichte, die eben während dem Mandat zweifach Mama werden hat dürfen. Genau. Und ich vermute, mit dem Hintergrund ist man dann auf mich gekommen, nachdem eben meine Vorgängerin aus dem Bundesratsmandat ausgeschieden ist, die ist dann in den Landtag eingezogen und dann bin ich gefragt worden, ob ich das übernehmen würde. Ich war davor schon Ausschussmitglied eben und seit Anfang letzten Jahres bin ich, wie gesagt, jetzt Ausschussvorsitzende. Und man denkt, Gott, das ist halt wieder mal eine neue Challenge und Herausforderung. So bis dahin zum Bundesrat, wenn ich dann denke, naja, jetzt bin ich so halbwegs gesettelt jetzt und so mal bereit wieder für neue Challenge. Und schau mir das mal an und es ist so wirklich ganz spannend eigentlich, ja.
Also der Bundesrat ist ja in erster Linie die Länderkammer und hinterfragt Gesetze, kann sie zum Teil blockieren, natürlich, oder wie sagt man, zeitversetzt einfach die Begutachtung zurückschicken quasi. Das ist ja das Veto quasi, aber auch nur für gewisse Zeit. Ich glaube, das verschiebt es um 6 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 8 Wochen. Aber faktisch können Sie ja nichts mehr ändern an Gesetzesentwürfen, die da irgendwie aus dem Parlament kommen. Was diskutiert ihr dann noch? Was ist dann, wie stelle ich mir das dann wirklich vor? Was wird dann nochmal quasi wieder aufgrund der Parteivisions oder einfach auf der Parteilinie diskutiert, oder gibt es da ernsthafte Debatten? Im Ausschuss jetzt? Im Ja? Ausschuss und dann vor allem auch im Plenum, wenn es, weil was im Ausschuss ist, kommt ja noch ins Plenum. Okay, ja, also Bundesratsausschüsse laufen immer so ab, dass die Themen eben, die aus dem Nationalrat kommen, da gibt es immer Pendant eben den Ausschuss im Bundesrat. Das heißt, wenn irgendein Thema im Familienausschuss im Nationalrat war, kommt es dann im Familienausschuss im Bundesrat eben auf die Agenda. Und dann ist es immer so, dass bei jeder Ausschusssitzung sind Experten vom Ministerium vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung, oder? Genau, zu den unterschiedlichsten Themen oder Tagesordnungspunkten halt, je nachdem, mehrere oder nur ein Experten. Genau, die kann man mit Fragen löchern und das ist wirklich so der Platz, wo man halt nochmal diskutieren kann. Aber wie du richtig siehst, bei uns ist es ja so, dass wir im Prinzip ja keine Teiländerung mehr vornehmen können, oder? Ein Bundesrat kann nur im Prinzip das gesamte Gesetz an sich befürworten oder negieren. Aber er kann nicht sagen, unter den und den Umständen wäre das gut oder strichen wir das noch, oder? Das ist alles schon davor passiert im Prinzip im Nationalrat. Bei uns ist es so, dass man halt als solches über das Gesetz noch diskutiert. Das passiert oder in den Ausschüssen, also da können sich wirklich alle Fraktionen nochmal zu Wort melden. Können sagen, wie sie abstimmen werden, aus welchem Grund und für was das auch noch ganz hilfreich und spannend ist, natürlich auch, das ist unter dem die Möglichkeit, natürlich noch inhaltlich einfach Unklarheiten oder so zu beseitigen oder Fragen zu stellen, gerade auch im Hinblick denn auf die Rede oder dass man noch gewisses Zahlenmaterial zur Verfügung stellt, kriegt das schon ganz hilfreich. Aber im Grunde ist ja nur eine Doppelung dessen, was ja im Nationalrat schon passiert ist. Da gibt es schon Beschluss. Jetzt kommt es in die Länderkammer, da wird es im Ausschuss noch diskutiert, dann kommt es ins Plenum rein. Und da wird wieder hin und her diskutiert. Am Ende des Tages kommt das Ergebnis raus, was die Mehrheit will, also Schwarz-Grün, sofern es eine Mehrheit gibt. Die Frage, Genau. die ist jetzt gekippt seit der Niederösterreich-Wahl, die haben wir ja nicht mehr. Genau. Jetzt muss man tatsächlich auch im Bundesrat wieder Mehrheiten suchen. Genau. Genau, absolut. Also, wie gesagt, die Themen kommen dann ins Plenum. Im Plenum ist aber in der Regel schon klar, welche Partei wie abstimmen wird. Also, ich habe selten erlebt, ist gar nicht, glaube ich, dass man dann im Plenum noch die anderen Parteien irgendwie umstimmen hat können, oder? Du wirst das kennen. In der Regel ist nach den Ausschüssen ist da ziemlich klar einfach, wie es abgestimmt wird, und das Plenum ist halt dann nochmal die Bühne. Aber das stimmt. Was schon jetzt einen Unterschied macht zum Nationalrat, da ist ja nicht, der Bundesrat ist von da im Nationalrat, das heißt, wie dort die Mehrheiten sind, sind es auch im Bundesrat, das ist nicht so der Fall. Im Bundesrat ist ja gerade so, dass man aktuell ÖVP und Grüne knapp eine Mehrheit haben, also statt 31 zu 30. Und dann jetzt mit der Niederösterreich-Wahl haben wir nicht mehr die Mehrheit. Das heißt, es ist schon so, dass gewisse Gesetzesmaterien von der Opposition blockiert werden, insofern halt, dass sie verzögert in Kraft treten. Das ist während Corona das ein oder andere Mal passiert. Aber was ich auch erlebt habe, und das ist eigentlich, finde ich, so was ganz Gutes ist, weil man das hat ja oft immer kritisiert, oder, im Bundesrat, dass man immer sagt, naja, hat kaum, also absolutes Vetorecht hat er, wenn es um Länderkompetenzen geht, die betroffen werden, da hat er absolutes Vetorecht, aber ansonsten hat er kein absolutes Vetorecht, wie du schon gesagt hast, sondern er kann eben nur die Gesetze verzögern um 8 Wochen. Das ist ja auch oft, was oft dann irgendwie immer kritisiert wird und so. Aber was man schon sagen muss jetzt, weil es so war, während Corona war es halt so, das führt halt dann dazu, die knappen, also keine Mehrheit oder eben knappe Mehrheit, hat schon stark dazu geführt, dass man halt dann einfach so Mehrheiten sucht, oder? Eine breite Zustimmung zu einem gewissen Gesetzesmaterie,
mit der Opposition. Das ist ganz oft während mit den Corona-Gesetzen und Corona-Maßnahmen ist das ganz oft eben gelungen, denn im Bundesrat. Es gibt aber Beispiele, wo es nicht gelungen ist und wo man die Gesetze halt dann nicht durchbringen können, die dann erst 8 Wochen später in Kraft treten sind. Man kommt jetzt gerade in Sinn, zum Beispiel Eintrittstest im Handel war so ein Thema. Das hat die Opposition negiert und das ist dann 8 Wochen später, als eigentlich geplant gewesen wäre, in Kraft treten, ja. Gut, ich meine, das ist natürlich schon, also ich bin ja ein großer Fan von diesen Kammern, das macht schon Sinn, oder? Weil man auch noch einmal reflektiert, oder? Und weil ja oft auch diese Länderkompetenz auch in der Rücksprache mit den Ländern vielleicht auch eine andere Sichtweise bringt, oder? Und wenn man den Schwarz-Grün in der Bundesregierung hat oder in einem Parlament, das dann in der Länderkammer keine Mehrheit mehr hat, kann das ja auch helfen, oder? Weil es auch andere Bundesländer geben, die ja tatsächlich auch mitdenken und vielleicht auch das, was die im Parlament beschlossen wird, nicht per se einfach ablehnen, so wie es andere Parteien, die einfach nur, ja, manchmal den Eindruck, die lehnen einfach nur ab, weil sie einfach dagegen sein wollen. Das kenne ich auf dem Landtag, oh, das ist ja so. Es geht ja oft in der Sache, man ist einfach dagegen. Genau, ja. Und das hörst du ja in Debatten, man ist einfach dagegen und man hat dann irgendwelche haarsträubenden Argumente. Am besten finde ich ja immer Anträge, die irgendwie, ich bin ein großer Fan von Neos-Anträgen, die dann irgendwelche Marketingtexte sind. Wo ich dann denke, okay, also das soll es geben, aber oft hinterfrage ich dann einfach den Inhalt, wo ich dann sage, Leute, ich verstehe ihn, entweder verstehe ich ihn nicht, bin ich zu, fehlt mir der Intellekt dafür oder ist es die Sprache, die ich nicht verstehe? Ich weiß es nicht. Also Ja. das kennen wir ja alle. Lass mich noch ein bisschen auf ein Thema kommen, weil du bist ja schon eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Sportlerin, dann der Unfall, Leben mit Behinderung, zwei Kinder, ein Job mit der Arbeiterkammer, jetzt Politikerin, viel pendeln, mit zwei Kindern noch dazu pendeln, das ist ja auch nicht gerade einfach. Da fahrst du mit dem Zug und mit dem Flieger, weil es mit dem Zug angenehmer ist zu pendeln. Wie schafft man das? Wie schaffst du das jetzt weniger im Kopf, weil das schätze ich dir starke Persönlichkeit, sondern auch wirklich im Doing. Du bist ja auch so ein bisschen ein Vorbild. Wie machst du das? Danke, Christoph. Naja, gute Frage. Einfach machen. Ja, bleibt dir nichts anderes übrig, klar, aber. Ja, naja, ich mein, ganz ernsthaft, ich meine, was natürlich wichtig ist, ist einfach ein gutes Umfeld, ein familiäres Umfeld, die Unterstützung der Familie. Ohne derer würde es einfach nicht gehen. So ehrlich muss man sein. Das ist definitiv klar. Ich habe natürlich tolle Omas und Opas, die uns halt ganz tatkräftig unterstützen mit der Kinder und auf die Kinder aufpassen. Mittlerweile ist ja so, wo ich abgestillt habe, also ich habe die Kinder immer noch mitgenommen, solange ich gestillt habe. Da ist halt mein Mann mitgegangen und hat halt Urlaub genommen. Das hat halt bedeutet natürlich für die Familie, dass man in dem Jahr keinen Familienurlaub gehabt haben, weil der ganze Urlaub von ihm im Prinzip dafür aufgegangen ist, dass er mit nach Wien ist. Ja, das muss man halt in Kauf nehmen. Wie gesagt, also es ist schon etwas Opferbringen natürlich auch dabei, aber umgekehrt gewinnt man natürlich auch vieles an Erfahrung. Ja, das ist natürlich auch absolut bereichernd. Und das haben wir uns so ausgemacht, es war klar, dass es nicht immer einfach sein wird. Und wie gesagt, aber einfach durchzogen. Ja, und wie gesagt, jetzt ist es so, dass ich die Kinder daheim lasse. Die sind dann untertags gut aufgehoben bei Oma und Opa. Die wechseln sich auch ganz gerecht ab, immer. Also Schwiegereltern und meine Eltern. Und ohne dem wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es ist nämlich auch oft so, dass natürlich Politik oft sehr kurzfristig ist. Und das wäre mit Kinderbetreuung einfach total schwierig, vor allem wenn sie noch so klein sind. Und dadurch, wie gesagt, geht es ganz gut. Mein Mann unterstützt natürlich auch fest. Also das Umfeld ist schon ein wichtiger Faktor, muss man ganz klar sagen. Und ansonsten ist natürlich hilfreich, etwas organisiert zum See, dass man halt oder etwas vorausplant halt, dass man so die Woche durchplant, oder? Das ist dann das, was ich halt dann mit meinem Mann und dann klar mache, das muss ja gut abgestimmt sein, oder? Wer wann wie da ist. Also es ist schon klar Management-Aufgabe dann immer. Aber wie gesagt, wenn es einem Spaß macht und man das möchte machen, dann gibt es, denke ich, immer irgendwie Wege und da muss man es durchziehen, ja. Ich glaube ja oft, das ist ja, wie du sagst, im Management, oder? Das eine ist das Management zu organisieren und dann sehr spontan sein. Trotzdem, du hast jetzt auch das Stichwort Kinderbetreuung geliefert. Müssen wir da noch mehr machen? Braucht es da noch mehr? Ja, ich glaube schon. Gerade, es ist gerade so im ländlichen Raum und in dem leben wir halt in Vorarlberg relativ viel. Ich glaube,
Kommt ja darauf an, wo man sieht. Es hat sich städtisch schon relativ viel da. Wien ist schon immer ein Musterbeispiel. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man halt von jedem Fleck fast in Wien im Ganztag die Möglichkeit zumindest hat, der Kinderbetreuung, ob man es denn in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Obliegt dann ja jedem selber, dass hat ja jeder die Wahlfreiheit hat, finde ich. Aber grundsätzlich die Möglichkeit, der Kinderbetreuung ist schon wichtig. Und bei uns ist halt so, in dem ländlichen Bereich, gerade in so, sage ich jetzt mal eher Bergdörfle, wie ich zum Beispiel wohne, da ist schon so, dass das Angebot jetzt nicht überschweifend groß ist. Da ist es bei uns jetzt zum Beispiel so, in der Kleinkindbetreuung endet also es ist nicht mehr nur vormittags die Möglichkeit. Seit kurzem gibt es das aber zumindest Montag bis Freitag. Das hat es letztes Jahr zum Beispiel noch gar nicht hier. Jetzt gibt es vormittags halt die Möglichkeit. Und die Kinder sind aber bis 11:25 Uhr abzuholen. Und da denke ich mal, für ja berufstätige Elternteile ist das eigentlich nahezu unmöglich, wenn ich dann am Vormittag schaffe, um 11:25 Uhr wieder da daheim zum See, oder? Dann muss ich mitunter, je nachdem, wo ich schaffe, schon um 11 Uhr losfahren. Und das ist einfach schwierig zum Organisieren, oder? Und Ist auch da nicht haben wir zeitgemäß. schon. Ist einfach nicht zeitgemäß, oder? Genau. Und da haben wir schon einen Weg noch zum Gehen. Ich meine, mit dem neuen Kinderbildungsgesetz tut sich schon ein bisschen Schwung in diese Richtung. Das muss jetzt auch nochmal halt gut etablieren, die nächsten Jahre und umgesetzt werden, klar. Das ist schon ein wichtiger Schritt, glaube ich. Aber wird wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil es einfach gut, also die Möglichkeit zumindest geben sollte, eben, dass beide Elternteile einfach an Erwerbstätigkeit nachgehen können. Und ja, da kann man Also, schon mehr. ich unterschreibe das so sofort. Ich glaube, das Angebot muss da sein. Vielleicht nicht flächendeckend, aber es braucht auch so Sprengelangebote, meines Erachtens, Genau. die auch übergreifend zusammenarbeiten können. Das ist ja, Genau. ich bin kein Freund von alles gratis, bin ich gar kein Freund Ja, davon. ne? Die EOS immer fordern und die SPÖ, es muss alles gratis sein. Nein, nein, wer es sich leisten kann, soll dafür zahlen. Und ansonsten gibt es auch dafür abgestufte Förderungen, klarerweise, finde ich auch richtig. Also keine Gießkanne. Keine war der Klimabonus und das war nicht klug eigentlich. Das war vom Deckel, kann man auch dazulernen. Aber wie du selber siehst, ich glaube, es muss die OI spielen, oder? Wir haben ja die Betreuerinnen gehen nicht. Wir haben ja die Betreuerinnen und Betreuer, die Pädagogen nicht. Also wir können sie nicht nur zaubern. Genau, die können wir nicht einfach so ausschütteln. Das stimmt. Und ja, wie gesagt, das wird schon noch ein Weg geben, weil wenn wir nur schauen, dass wir halt das Personal dazu haben, oder? Also das kann bestenfalls einfach jetzt nur sukzessive irgendwie gehen. Das wird man nicht eben von heute auf morgen irgendwie sagen, so und jetzt haben wir überall in jeder Gemeinde, wie gesagt, können wir das anbieten. Das wird nicht ganz realistisch sein. Aber wie gesagt, ich glaube, die Stoßrichtung einfach sollte so weit. Klar, aber haben sie ja noch einen Weg dahin, eben weil wir auch irgendwie schauen müssen, dass wir auch Elementarpädagoginnen auch ein bisschen attraktivieren, vielleicht einfach, oder? Dass der Job ist einfach auch nochmal für viele attraktiv genug, dem nachzugehen, obwohl es wirklich ganz ein toller Job ist. Und von dem her, wie gesagt, die sind nicht von heute auf morgen, wenn man da nicht ein großer Pool aufbauen können, aber es hat die Richtung zumindest klar sehen. Ich glaube, die Richtung ist klar und ich glaube, mit dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz hat man jetzt den richtigen Schritt gesetzt. Ein Thema, das mich schon noch ein bisschen triggert, geht ein bisschen gegen die eigene Partei, die uns ja beide betrifft. ORF Sport Plus steht da momentan ein bisschen zur Debatte vom Herrn Weißmann vorgeschlagen. Ich glaube, da muss man schon dagegen wehren, oder? Absolut, absolut. Ja, ich meine, als Sportsprecherin und leidenschaftliche Sportlerin und ehemalige Spitzensportlerin, ja, ist das natürlich ein absolutes Muss der Sender, ist ganz klar. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden in meinem Leben ich schon da Sport geschaut habe. Und das wäre natürlich, ja, du siehst es, ganz fatal. Ich habe schon großes Verständnis, wenn man darüber nachdenkt, was man einspielt. Ja. Das habe ich großes Verständnis dafür. Ich glaube, es ist auch richtig, dass man mal diese Diskussion führt über 300 Millionen oder was auch immer im ORF. Ich glaube, da kann man schon darüber nachdenken. Die Frage ist nur, wo macht es Sinn, oder? Ob man wirklich an erfolgreichen Formaten spart, wie beim ORF Sport Plus oder beim RSO oder was auch immer, was es noch alles gibt. Oder? Das finde ich, hilft eigentlich schon. Bin gespannt, was da am Ende des Tages übrig bleibt von der Diskussion.
Ja, da bin ich auch gespannt. Die haben nur so mitgekriegt, dass das halt relativ schnell, ich meine, da kochen natürlich die Emotionen hoch, oder? Weil die einen sagen, auf keinen Fall eher so, auf keinen Fall, oder Sport bloß und so. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Begehrlichkeiten und jeder will mitreden, gefühlt, oder? Ja, und am Ende des Tages ist es so immer eine Managemententscheidung, oder? Wenn es um Einsparungen geht, die müssen sich jetzt halt gute Köpfe zusammenraufen und ein gutes Konzept machen, wo und wie gespart werden kann. Natürlich, eben als Sportliebhaberin wäre das natürlich ganz fatal, wenn es auf die Kosten geht, natürlich. Ja, aber es wird sich zeigen. Wie gesagt, ich habe nur mitgekriegt, auch, dass es hat ja noch nicht einmal irgendwie auch Verhandlungen hier zwischen den Koalitionspartnern zum Beispiel, also noch keine einzige Sitzung und trotzdem hat man schon inhaltlich wieder einiges gesprochen, also irgendwie ja, drüber gesprochen und spekuliert. Also wie gesagt, jetzt nutzt ja nichts. Wir müssen, denke ich, noch abwarten, wie das jetzt weiterentwickelt, die Debatte oder die Diskussion. Aber ich gebe dir schon recht, Das ORF-Sport. Wichtigste ist diese Unabhängigkeit. Oder? Der ORF muss eine Unabhängigkeit bewahren, auch was das Budget anlangt. Ob Haushaltsabgabe oder Gebühr. Haushaltsabgabe bitte vom Wording her Katastrophe, aber Ja. da war die Gießgebühr, irgendeine Gebühr, viel klüger, ehrlich gesagt. Aber es braucht einfach, es kann auf keinen Fall eine budgetäre Abhängigkeit entstehen zwischen Gesetzgeber, sprich Budgetbeschluss. Genau. Wenn das kommt, dann ist der ORF völlig, ist er nicht unabhängig, sondern völlig in der politischen Geiselhaft und das muss man verhindern. Ja, nein, das ist Gott ja, so wie die verstanden haben, Gott ist ja vom Auftrag oder vom Gesetzlich her gar nicht, oder? Und der ORF darf ja die Inhalte komplett selber bestimmen, oder? Also es sind gewisse Sachen, sind Vorgehen, Ja. die der ORF ja bringen muss, oder? Also genauso. Irgendwie immer so ein kleiner Landesschau, also von den einzelnen Bundesländern, muss der mal schauen, ohne Sport und so weiter. Also er hat schon gewisse Aufträge, aber ansonsten kann er das komplett frei entscheiden und entkoppelt von der Politik, oder? Und Ach, das wichtig. heißt, das ist schon gut so, Ja. damit er unabhängig sein kann, natürlich. Wie gesagt, aber klar, wenn die Managemententscheidung dann so halt so dahingehend wäre, dass oder Sport Plus irgendwie, ja, was auch immer, gekürzt oder eingestampft werden sollte, würde das meinem Sportlerherz schon sehr wehtun. Ich glaube, wir sind uns einig, Sport Plus soll erhalten bleiben, das RSO soll erhalten Ja, bleiben. Viel Spaß genau. dabei. Ich hoffe, Genau. dass Frau Weißmann, die Frau Raab und der Koalitionspartner da die richtigen Entscheidungen treffen. Wichtig ist auch, dass der ORF unabhängig bleibt. Genau. Ich berichten kann. Ich glaube, das Um und Auf einer Demokratie, dass die Berichterstattung darüber einfach gegeben ist. Das ist, glaube ich, Um und Auf. Heike, vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt super. Ich glaube, wir könnten noch viel weiterreden. Viele Themen. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute. Was sind die nächsten? Wann bist du wieder in Wien? Ich bin heute in Wien dann und dann in nächste Woche wieder. Super. Alles Gute. Kämpf weiter fürs Land Vorarlberg. Vertritt uns gut und wir sehen uns bald in den verschiedensten Konstellationen. Vielen Dank und euch allen Danke, Christoph. fürs Zuhören. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Kulturkantine. Ciao. Tschüss euch. Ciao. Ciao, tschüss.